So, guten Abend, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Forst mit dem Günther. Moin, Manni. Und dem Brunsmann. So. Hallo. Gut. Günther? So, was machst du Schönes? Ich war schon im Fan. Gut, wenn du damit fertig bist, kannst du dir da direkt mal hier aus dem Schuppen mal einen Akkuschrauber holen und eine Brechstange und alles halt, so mit dem ganzen Equipment. Bitte? Und dann? Und dann? Warte, zeig ich dir auch genau. So, fertig? Ja, komm mit, ja. Warte. Ja, wo bist du denn hin? Akkuschrauber. Brechstange. So, ja, Bohrmaschine. So, mitkommen. Gut, dann kannst du das schon mal demontieren hier, Günther. Hier, Günther. Das musst du alles weg hier. Das kannst du alles abbauen hier. Und das nicht behalten, die Wasseraufbereitungs... Nee, danke. Ich würde mir hier gerne eine schöne Terrasse hinbauen, Günther. Will ich nicht tun. Doch, will ich aber. Wenn nicht, dann hole ich einen Radlader und baue es selber ab, Günther. Aha. Komm, bau mal ab jetzt hier, den Schnullifut. Ah, geht doch. So, du hast aber eine große Verlängerung für einen Akkuschrauber, wenn du das von hier abmontieren kannst, Alter. Das ist aber Wahnsinn. So, uiuiui. So, ja. Kannst du die Kartons noch wegräumen, bitte? Ja, aber einen Moment, Manni. Ja, hier, der Segel muss auch noch weg, Günther. Genau, die Palette. Der Eimerchen, genau. Den Zaun brauche ich auch nicht. Obwohl, warte mal, du kannst, Günther? Hä? Den kannst du stehen lassen hier. Den hier. Welchen? Wo bist du denn? Na, wieso brauchst du mich welchen, wenn du gar nicht da bist und guckst? Seh dich doch. Achso, den kannst du stehen lassen hier, den lang. Ja, den kannst du stehen lassen. Den ja, dann muss ich aber leider in Rechnung stellen. Dann reißen ab. Ne? Dann reißen ab. Okay. Geht ja eh aufs Firmenkonto. So, auf jeden Fall. So, genau. Gut, Günther. Günther? Witzig, ne? Günther, was ist denn los, sag mal? Bist du schlecht gelaunt heute, oder was? Nee, alles super. Günther, weißt du, was ich mache? Ich werde einen... ist das Netzverkauf, Günther? Meine Werkstatt. Bist du Ratte? Das war ja auch meins. Deppe, Wund, Hölle! Günther! Was denn? Wo ist die Werkstatt? Du kannst doch einfach die Werkstatt... Hab ich auch montiert. Ja, gut. Geh bitte auf deine Parzelle und bitte mach dein Zeug, ja? Für dich. Der ist Firmeneigentum, Kollege. Da kannst du direkt mal ausstecken. Günther, halt an. Günther. Abgezogen. Wo ist mein Chef Roulette? Wo ist mein Chef Roulette? Oh. Herr Brunsmann, haben Sie ihn wieder befreit? Ja, natürlich. Das sind Räumchen. Günther, ich hole Gerichtsvollzieher, wenn du mir hier noch blöde kommst. Wir können Geschäftspartner bleiben, gell? Aber sag dir, dann fair. Und da wird ja nicht das Firmeneigentum geklaut. Das ist doch mein Firmenwagen, wie soll ich denn zur Arbeit kommen? Ja, dann halt, ja. Wenn du den privat nutzen möchtest für dich, um zur Arbeit zu kommen, dann müssen wir die 1% Regelung machen, Günther. Dann musst du 1% vom Neupreis zahlen. Okay. Nee. Monatlich. Lass mal sitzen, du. Hä? Wie viel Geld hast du noch auf deinem Konto, Günther? Weiß ich ja nicht. Sag doch mal. Ja, 25.000, holla die Waldfee. Das reicht schon mal, um eine GmbH zu gründen. So, und was gehört dir? Ach, da oben, ja. So, naja, dann für 25.000 kannst du dich doch schön einrichten. Ja, mach ich doch. Ja. Na gut, pass auf, du kannst mir hintragen, kannst du behalten, okay? Echt jetzt? Aber nur des guten Willens von Manfred. Oh, das ist sehr lieb von dir, Manni. Ja, und weil ich ein neues, und zwar...
weil ich ein neues, ich mache eine zwei Gewerbe auf. Eine Gewerbezweig, würde ich sagen. Manni. Ja, genau. Der bleibt ja deiner, ist ja Firmeneigentum. Ich fahre damit ja nur zur Firma. Wenn ich dich irgendwann verlasse, weil ich nicht kündige, dann kriegst du ihn ja wieder. Ja, genau. Alles klar. Wenn ich viel glaube, aber an Weihnachten nicht mehr. So. Gut, das ist alles hier von der Firma. Das ist gut. Dann werden wir das hier mal ordentlich hier einpacken. Sehr schön. So. Günther. Ich werde mich... Warte mal, das könnte ich eigentlich... Moment, ich muss mal ganz kurz hier... Herr Brutmann? Ja? Haben Sie mal Zeit kurz? Ja, ich muss kurz noch mit Günther etwas besprechen. Mit Günther? Ja, der ist gerade hier, wie ich sehe. Sehr schön. Wo ist denn der? Ach, da oben. Guten Tag. Guten Tag, Herr Brutmann. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, und selbst? Danke auch. Das ist mein neues Land, hier wollte ich mich gerade einrichten. Hier hinten sehen Sie diese Hütte, kommen Sie mal mit. Zeige ich Ihnen mal ganz kurz. So. So, ab 12 Uhr geht das Licht, geht die Tür hier auf und drumherum ist eine rote, hier, wie heißen die, Lichterketten drum gemacht. Und dann kannst du hier, wenn du Lust hast, um 12 Uhr vorbeikommen und dich von hübschen Mädchen, Asiatin, braune, schwarze, ne, kannst dich hier schön verwöhnen lassen. Und da du mir ja den Häcksler spendierst, ne? Ja. Gibt's für dich natürlich auch Rabatt. Und wenn du willst, gibt es ja ein Komplettpaket, das kostet 55 Euro. Da kannst du den ganzen Tag hier drin bleiben. Da kriegst du ein Handtuch mit deinem Namen drauf gestickt, wenn du willst. Okay, das tönt ja alles mal gut und recht, aber Sie sind da mit Ihrem, haben hier ein Stück Land gekauft auf der anderen Seite vom Fluss. Und dann müssen Sie auch Ihrem Retriever umschreiben, sprich Ihr Kontrollschild. Und da würde ich auch dafür eine Gebühr erheben. Ja, aber das bleibt ja Firmeneigentum. Den benutze ich ja, das ist ja Firmenfahrzeug. Und der Standort ist ja gleich geblieben. Deswegen weiß ich nicht, warum ich da jetzt eine Gebühr zahlen soll. Ja, aber er steht ja jetzt hier. Das Kontrollschild muss umgeschrieben werden. Ach, und wenn ich jetzt nach Polen fahre und da Urlaub mache, muss ich mein Ding auch umschreiben oder was? Obwohl ich weiter in Deutschland lebe? Nein, natürlich nicht. Also. Er steht ja jetzt immer hier. Nee. Ich werde das ein bisschen beobachten und mich dann nochmal melden. Beobachten Sie mal, ey. Weißt du, wissen Sie was? Ihr Handtuch mit einem eigenen Namen drauf gestrickt, können Sie vergessen. Und jetzt, Mister. Darf ich mir jetzt Ihren Häcksler ausleihen? Das überlege ich mir noch. Ey, ich war doch ganz lieb. So. Boah. Aber jetzt muss ich zur Arbeit. Muss auch dorthin gehen. So. Hallo? Also, ne, schon gut. Hä? Was ist los, Günther? Sag mal, du hast dein ganzes Domizil vom Firmenkosten bezahlen? Du meinst, was meinst du jetzt? Du meinst jetzt, fürs Baumaterial, fürs Firmengelände oder was meinst du jetzt? Du wohnst ja auch auf dem Firmengelände. Bezahlst du auch von deinem Firmenkonto oder wie läuft das denn? Wie? Na, wer wie? Was? Wie? Ja, Günther, guck mal, schon extra. Komm los her, du Spinner! Da kommen sie noch hinter, die Kleiner. Was ist los, Günther? Der hat mich voll von der Straße gedrängt. Ich hab mich hier überschlagen, Manni. Der hat den Firmenwagen einfach weggedrückt. Was? Das kann doch nicht sein. Bumsman. Manni, ohne Witz jetzt. Aber ich komme jetzt. Ich komme jetzt erstmal zur Arbeit. Schön 360. Tschö. Günther! Ja? Komm her! Sofort! Ich komm ja! Ich hab Sofort! Ja, ich komm doch! Wo Manni? Bist du? Ja, hier! Manni, komm her! Warte ganz kurz! Wo ist, wo ist der Parkplatz für Angestellte? Hier! Hier! Wo jetzt? Hier! Da. Ja! Stell die Bude ab und komm mit! Ja, warte doch! Ich krieg's, Junge! Nee!
Tja. Fahr mal ein Stück hin, wir müssen auch mal die Gitterboxen rein. Mensch, jetzt Kenner. Fahr ich gleich, was ist denn? Guck hier. Erstens, die Gitterboxen. Abfall, ja. Also Pappe, Metallabfall. Verstanden? Ja. Tja. Will jetzt nicht was anderes drinne. Und jetzt komm mit. Wo ist mein Kärcher? Hast du meinen Kärcher eingepackt? Günther! Ich mach kein Spaß! Günther, raus! Günther! 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 Oh, da kommt gerade dazu! Günther! Nein, komm, mach gleich ein Späßchen, Mann! Ja, mach mal überhaupt kein Späßchen mit Papa sein Chefrolle! Verstehst du das? Ja, wo ist mein Kärcher? Mach's Licht aus an der Bude, Menschenskinder! Wo ist mein Kärcher? Ich hab den nicht, Mann! Aber. Günther, wo ist der Kärcher? Ich wär sau verrückt. Du kaufst jetzt den neuen Kärcher, wenn du hier alles einpackst. Sind ja beide weg. Günther. Was? Ja. Manni. Günther. Ich hab keine Berechtigung, hier irgendwas zu kaufen. Das richtig. Frag dich mal, warum. So. Ja, Manni. Was? Quatsch dir mal nicht den Mund fusselig. Was soll ich tun? Ich muss ja Geld verdienen. So, folgendes. Und zwar, Herr Brunsmann, können Sie jetzt endlich mal bitte kommen? Ich habe nämlich schon mal an die zur Abwechslung. So, folgendes. Und zwar, gucken Sie sich mal das edle Stück hier an. Hier, hier. Gucken Sie mal hier hinten. Oh, holla. Schön. So, gell? Ein Traum von einer Spritze. Würde ich gern verkaufen. Entweder Sie fahren es runter oder ich fahre es runter. Zeit hätte ich dafür. Ja, gerne. Soll ich es machen? Ja, ist frisch, ist auch gereinigt und abgeschmiert. Alles, quasi so wie es sein muss. Ja, perfekt. So. Darf ich kurz meinen Holzanhänger bei Ihnen? Ja, ja, könnte man. Ja, ja, könnte man. Und könnten Sie mir, Herr Brunsmann, ich bräuchte. Ich bräuchte eine Gabel für, Moment mal, eigentlich müssen wir noch eine haben, für einen Frontlader eigentlich, aber, verstehen Sie, eine Palettengabel, oh, wo wollen Sie denn hin? Ja, ja hier unten, sonst wird das Holz nass. Ja, okay, aha. Da. Sehr schön. Eine Palettengabel für den Frontlader. Genau, und dann, Herr Brunsmann, hab ich eine Idee. Da muss ich mal, da will ich mal Ihren Rat hören, was Sie davon halten. Ich höre. Und zwar, Sie sehen doch diese wunderschönen großen Weideflächen hier. Gell? Hier, so schöne. Gucken Sie mal, das Gras hier. Da müssen wir mal hinknien, rupfen Sie ruhig mal ein bisschen raus und tun Sie mal so richtig mit zerkneten in der Hand. Ne? Wie viel Wasser da drin steckt, wie kräftig das Gras hier ist. Wissen Sie, was ich meine? Saftig. Ne? Ne, nicht fressen, gleich. So, kann ich wahr sein. So, ja, ich überlege, und zwar zwei Sachen, gell, das ist ja alles hier Firmengelände. Ich überlege zwei Sachen. Der erste ist, eine Portiere halten, verstehen Sie? Ja. So, eine Portiere halt, wo man mit dem Gras ein bisschen, ja, ratzifatzi, da hätte man ja, theoretisch hätte man auch ein Feld für einen kleinen, ne, wo man sich eine Portiere halten kann, Sie wissen auch, was ich meine. Ja. Ja, so, oder, nun kommt's, es gibt ja hier in, städtische. Mensch, ich muss mal kurz gucken, was der schon noch macht da vorne. Eine städtische Biogasanlage. Manni? Hä? Wo ist Kai Uwe? Wer? Kai Uwe! Im Tierheim. So, eine städtische Biogasanlage. Ja. Aber ich hab gesagt, da kommt einer mit ein bisschen Bauch untersetzt vorbei und holt den ab später. Echt jetzt? Ja. In der Biogasanlage. Haben Sie schon mal, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben davon. Ja, natürlich. Und ich habe letztens in der Zeitung einen Artikel gelesen. Und zwar, dass man hier aus Gras, das könnte man, wenn man hier, wenn man Grasball macht, gell? Ja. Und die dann wickelt, also zusammenwickelt, also nicht die alle Grasballen zusammenwickelt, sondern die Grasballen einzeln zusammenwickelt mit Frischhaltefolie, gell? Ja. Verstehen Sie, wie ich meine? So rundherum wickelt, einfach Frischhaltefolie rum. So, und die dann ein bisschen gern lässt. Gell? Also dann können die dann gern die innerlich. Wissen Sie, was ich meine? Wie ein. Ach, wie sagt man? Wie ein Wein oder sowas. Wissen Sie, was ich meine? Das gärt halt. Ja. So, durch die Feuchtigkeit, Restfeuchtigkeit. So,
Und dann wird das zu Silage. Ja. Und dann könnte ich das Gras hier eigentlich, wie durch einen Zauberdruck, nur mit Frischhaltefolie in Silage umwandeln und könnte die vielleicht auch noch BGA verkaufen. Verstehst du, was ich meine? Ja, das mit der Frischhaltefolie müssen sie vielleicht noch mal ein bisschen besser recherchieren, aber sonst weiß ich, was sie meinen, ja. Ja, und das wäre ja, sag ich mal, ein kleines Nebeneinkommen hier, ne? Die große Fläche hier. Auf jeden Fall. Ja. Das könnte man sich, also ich finde, das könnte man sich schon überlegen. Oder halt ein paar Tierchen. Ja, so, dann müssen sie. Aber Hühner fressen ja auch kein Gras, gell? Das ist ja wieder das. Ja. Aber kommen Sie mal kurz mit. Wohin hin? Hier hin. Ja. Ich glaube, sie gären auch bald, wenn sie merken, dass ihre Chevrolette weg ist. Günther, steig mal bitte aus. Günther, ja, steig mal bitte aus hier. Komm, halt mal an bitte. Günther. Was ist? Halt mal an, komm mal raus, komm. Komm mal mit. Günther, komm mal mit. Hm? Kommst du? Ja. So. Komm her, hier hinten. Hier, ich will dir was zeigen, Deike. So. Wo ist mein Chevrolet? Ey, stimmt mal, ich glaube, du wurdest ausgeraubt. Ich würde mal analysieren. Günther, ich raub dich auch gleich mal aus. Folgt weg von der Tür. Ich raub dich auch gleich mal aus. Sag mir jetzt, wo der Chevrolet ist, Junge. Dann schüpfst du den Diesel aus dem JCB aus. Jetzt lass mich hier mal raus. Folgt weg. Balli, ich weiß nicht, wovon sie reden. Ich zerr dir einen rein hier drin. Keiner hat's gesehen. Dann zähl ich dir alle zurück. Niemand hat's gesehen. Ja, dann tauchst du mal kurz hier ein im Beton, Junge. Geht's über eine schöne Schotterfläche zum Grind abbiebeln. So, weißt du es jetzt? Wo ist mein Chevrolet? Weiß ich nicht, Mann. Ich hab da keinen Bock mehr auf die Spielchen. Verpiss dich auf deine Parzelle. Mach die Scheiße dort. Kann das vielleicht sein, dass der Brunsmann hier ein bisschen rumlabert und uns hier einen Keil versucht? Ich hab mich die ganze Zeit mit dem Brunsmann unterhalten, gell? Ich hab mich die ganze Zeit mit dem Brunsmann unterhalten. So, und jetzt ist mein Chevrolet weg. Kann ja wohl nicht der Brunsmann gewesen sein. Wo ist mein Chevrolet? Weiß nicht. Günther! Ich weiß es wirklich nicht. Günther! Ja? Wo ist mein Chevrolet? Manni, jetzt mal ohne Witz, das weiß ich nicht. Ich bin schwer enttäuscht, Günther. Ich bin wirklich schwer enttäuscht. Das ist ja mein Schmuckstück, wo ich so viele Jahre für gearbeitet habe, hart geschuftet habe, mir auch endlich mal was Neues gegönnt habe, nicht so einen schwulen Hinterreier mehr rumfahren will, mit 25 PS-Motor, ein schönes Chevrolet, wisst ihr? Günther, es war mein Traum. Es war mein Traum und nicht mal den letzten Jahr hast du mir weggenommen. Ganz toll. Manni, nee. Ich war das nicht. Ja, weißt du, warst das nicht. Ich war das nicht. Ja, wer war's denn? Ist der weggezaubert oder was? Ich glaube, der Bootsman war das. Ach stimmt, warte mal, jetzt wo ich es gerade sehe, da hinten fliegt ja das UFO über den Berg. Guck mal hier oben, Günther. Stimmt, hier war doch so ein heller Lichtstrahl hier. Da hab ich den mein Chevrolet hochfliegen sehen, den Traumschiff. Manni. Ja, da oben sind sie gerade. Guck, die winken noch. Ja. Ich war das nicht. Da will ich auch trotzdem wissen, wo mein Chevrolet ist. Also nicht. Kann auch nicht sein. Herr Brunsmann, wo ist mein Chevrolet? Herr Brunsmann? Ja, warum schweigen Sie so? Ich habe da einen Anruf bekommen von jemandem und ich muss dem mal nachgehen. Ach, Sie haben einen Anruf bekommen? Ob das wirklich so ist. Ich melde mich gleich wieder. Ich habe noch recherchiert. Ein Kuhstall würde etwa 100.000 kosten und ein kleiner Pferdestall würde etwa 50.000 kosten. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass da eine Ballentechnik sich auf lange Zeit eher rentieren würde als Pferde. Okay. Ja. Wobei man sehen muss, dass Pferde halt auch einiges abwerfen, wenn man sie dann wieder verkauft. Ja. Da müssen wir mal gucken, Herr Brunsmann. Na gut, da wissen wir auf jeden Fall erstmal Bescheid, gell? Okay, ich gebe Ihnen Bescheid noch wegen dem Chevrolet. Na, alles klar. Gut, dankeschön. Achso, ja, und das Ding hier, genau. So, ja. Na gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Seid gespannt, wie es weitergeht. Lasst das Däumchen da, schaut beim Günther vorbei. Bis dahin, tschüss. Tschüss.